Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Folge Storyteller. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin hier mittlerweile zurück in Kapitel 8, denn tatsächlich bin ich euch noch schuldig eine kleine Zusatzaufgabe, die ich hier noch nicht gelöst habe. Und an der Stelle tausend Dank auch wieder an die Kommentare und Hinweise, Vorschläge, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Und das machen wir jetzt direkt, bevor wir uns in die nächsten Kapitel stürzen. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, gerne ein Like da lassen und ich steige jetzt mal hier ein, denn das habe ich vor 2 Folgen war das glaube ich schon, tatsächlich nicht gelöst und das bin ich euch jetzt schuldig. Die Herzogin lässt den Mörder verhaften, aber der Herzog ist nicht daheim. Jetzt haben mir viele geschrieben, naja, vielleicht wird sie auch einfach verhaftet oder der Butler verhaftet dafür, dass er die Waffe gestohlen hat. Jetzt ist aber ja das Problem, was ich sehe, dass hier explizit Mörder steht und auch da gab es ein paar Vorschläge und das will ich jetzt einfach beides mal ausprobieren und von daher erstmal vielen, vielen Dank, weil ich weiß nicht, ob ich da so schnell wieder selber drauf gekommen werde oder wäre. Ich denke, es geht los, wie immer, der Butler klaut die Waffe. Ne? So, und jetzt müssen wir hier eben die Herzogin als Zeugin positionieren und jetzt war die Frage, reicht es schon zu sehen, dass er die Waffe hat? Ne? Und dann im Grunde die Herzogin dem Detektiv erzählt, oh, der Butler hat eine Waffe dabei, ne? Und dann stellt der Detektiv den Butler, aber dann versteckt er die Waffe, ne? So. Und jetzt hat er sie ja nicht, also jetzt hätte er sie geklaut, aber dafür wird er nicht als Mörder verhaftet. Und dann müssen wir aber vermutlich das hier einfügen. Sie hat ihm jetzt erzählt, er hat eine Waffe und wird jetzt getötet. Und das ist der Trick. Und da muss ich mich wirklich bedanken, dass ihr mir das geschrieben habt, dass man das in dieser Reihenfolge macht. Also, das haben wir gelöst. Der Butler nimmt die Waffe, die Herzogin sieht es. Aha, er hat die Waffe, erzählt schon mal ganz schnell dem Detektiv und der weiß dann Bescheid. Aha, du hast sie getötet. Cool. Also, vielen, vielen Dank. Kniffliges Rätsel auf jeden Fall, aber hey, gemeinsam haben wir es geschafft. Danke an der Stelle nochmal. Und jetzt können wir hier ganz schnell nach vorne uns arbeiten, denn jetzt geht's ins Kapitel Ungeheuer. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt geht's richtig los mit Werwolf. Also ich denke, wir werden jetzt hier neue Charaktere auch bekommen. Bernard und Julia. Julia kenne ich noch nicht. Wer ist denn Julia? Komm, wir gucken uns mal Julia an. Okay. Bernard trinkt Gift. Okay. Bernard und Julia lieben sich. Aber Bernard... Oh, wie cool. Bernard wird zum Werwolf bei Vollmond. Und ganz klar, was passiert. Als Wolf kennt er natürlich Julia nicht und tötet die gute Julia. Ganz, ganz tragisch. Und dann wird er aber wieder zum normalen Menschen und erinnert sich nicht, was passiert ist. Doch er sieht jetzt... Oh mein Gott. Er sieht, dass er Julias Kopf gegessen hat. Und die Konsequenz kann natürlich nur sein, Gift zu trinken. Wow. Ganz schön düster, aber hey, Werwolf, das ist neu. Gefällt mir. Bernard trinkt Gift. Der Tierfriedhof. Ein Haustier wird wieder lebendig, um sich zu rächen. Was? Bernard, Isabel und der Hund? Ein Haustier wird wieder lebendig, um sich zu rächen. Bernards... Oh. Ein Haustier... Ich habe überhaupt keinen Plan. Ein Haustier wird wieder lebendig, um sich zu reden. Warum sollte jemand den Hund töten? Wir gucken mal, was auf der Klippe passiert. Bernard und Isabel stehen da ganz gemütlich. Sie mag den Hund nicht so gern irgendwie. Sie guckt ihn auf jeden Fall schon schief an. Was ist denn, wenn Isabel im Busch ist und Bernard den Hund trifft?
Okay, die lieben sich. Und das sieht Isabel und ist neidisch auf den Hund. Isabel ist echt die krankeste von den ganzen Leuten, aber sie killt deswegen den Hund nicht. Was ist, wenn der Hund im Gebüsch ist? Ah, okay. Also, Bernard und Isabel haben sich gern. Der Hund ist im Gebüsch, jetzt kommt aber der Hund raus. Aus irgendeinem Grund geht Isabel, ich weiß nicht, zum Pinkeln ins Gebüsch und sieht das dann. Und jetzt ist sie sauer auf den Hund und, oh, jetzt wird's düster. Schmeißt den Hund von der Klippe. Ich glaube, ich spinne. Und jetzt wird aber der Hund wieder lebendig. Und um sich zu rächen, schmeißt der Hund Isabel runter. Wow. Okay. Isabel, die hat schon mit dem Gift so ein bisschen ihren Schabernack getroffen. Das ist echt die fieseste im Spiel, ey. Meine Herren. Drache. Oh, wir springen jetzt so ein bisschen durch die Szenerien. Das gefällt mir ganz gut. Königin lässt Baron verhaften. Okay, die Königin lässt den Baron verhaften. Das ist neu, weil sonst killt sie ihn immer gleich. Wir haben den Ballsaal und die. Passiert einfach gar nichts. Die Königin lässt. Was ist das hier? Okay, also ich glaube, der Baron verkleidet sich als Krokodil und erschreckt damit die Königin. Ja, okay. Das findet sie natürlich überhaupt nicht cool. Und deswegen. Jetzt verkleidet sich der Baron wieder zurück und erzählt ihr: Haha, ich habe dich erschreckt. Aber das findet er gut. Und dann erzählt sie es dem Detektiv. Ah, nee, halt. Ich glaube, sie erzählt es dem Detektiv. Und das hier, der Baron verkleidet sich nicht zurück, sondern kommt als Krokodil. Ich bin überfragt. Er verkleidet sich doch zurück und der Detektiv. Oh, wisst ihr was? Ich weiß es. Haha, ich hab's rausgefunden. Also, der Baron verkleidet sich als Krokodil, erschrickt die Königin, sie erzählt es dem Detektiv, jetzt legt er das Kostüm ab, der Detektiv sieht, aha, die Fingerabdrücke und jetzt verhaftet er ihn. Okay. Ja, die Königin nicht mit Krokodilkostüm erschrecken, das ist ganz klar, da wirst du gleich in Ketten gelegt dafür. Ah, nett. Okay, Vampir. Vom Vampirismus geheilt. Boah, jetzt wird's aber. Was ist denn das? Das sind jetzt ganz neue Leute hier. Wir haben die Nacht, die Gruft und den Professor? Dracula, Minna und Jonas. Was passiert denn jetzt? Okay, also in der Nacht ist da Dracula. Und der beißt sofort die Minna. Und die ist jetzt natürlich ein Vampir. Und als Vampir geht sie in die Gruft. Aber Jonas sieht das. Und erzählt das dem Professor. Okay, und der sagt hier für Dracula. Und jetzt kommt Jonas in der Nacht. Nope, das war's nicht. Und ist auch zum Vampir geworden. Nein, er geht, wenn Dracula schläft, natürlich, und tötet ihn mit dem Speer. Zack. Und dadurch wird Minna geheilt. Hey! Okay. Ich bin überrascht, dass das gut funktioniert hat. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Aber hey, das hat funktioniert. Sehr gut. Cool. Es ist witzig. Mit den Figuren würde ich gern mehr haben. Sie finde ich ganz cool. Professor und. Auch guck mal, da kommt gleich nochmal der Professor. Sehr schön. Monster wird erschlagen. Ach nee. Das ist gar nicht wieder mit den Vampiren. Oh, das ist wieder ganz neuer Content hier.
Monster wird erschlagen. Okay, ein Monster wird erschlagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben einmal den Werwolf. Und das Krokodil. Was passiert, wenn die aufeinandertreffen? Mögen sie sich beide irgendwie. Der Werwolf ist auch im Modus. Okay, Moment. Was passiert, wenn der sich nicht verkleidet? Dann stirbt er wahrscheinlich, ja. Okay. Kann man das so machen? Und jetzt ist der Professor... Okay, nein, das ist es wohl nicht. Eieiei. Was ist, wenn ein Monster wird erschlagen? Wer erschlägt das Monster und welches? Was passiert, wenn der Baron, also jetzt tatsächlich doch nochmal sich die beide treffen? Und jetzt verkleidet sich der Baron zurück und geht zum Professor. Ah, okay. Verstanden. Also, der Werwolf und das Krokodil treffen sich. Nur so geht das. Und jetzt wird er das Krokodil zurückverwandelt und er sagt, ich habe einen Werwolf gesehen. Der Professor, der händigt eigentlich nur Waffen aus, wenn ich das richtig beobachte. Und jetzt geht der Baron zurück und tötet den Wolf. Okay. Aber der Drache stirbt. Ah, okay. Ich glaube aber, dass das hier gleich sein muss. Das heißt, der Wolf und das Krokodil treffen sich. Jetzt wird aber Bernard wieder zum Mensch. Geht zum Professor. Nope. Geht zum Professor, aber der Professor gibt ihm keine Waffe. Oh, so ist der Professor tot. aber der Drache stirbt. Nope. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so geht, dass der Bernard sich zurückverwandelt und dann vom Professor logischerweise eine Waffe bekommt. Ah, nee, Moment mal. Ich glaube, Bernard muss sich gar nicht in einen Wolf verwandeln vielleicht. Also, Monster wird erschlagen, aber der Drache stirbt. Der Drache, der killt ja nicht, der erschrickt nur. Genau, der Drache erschrickt Bernard. Bernard ist ganz erschrocken und geht zum Professor. Der gibt sofort eine Waffe natürlich. Und dann tötet Bernard den Baron. Okay. Na gut, das war doch gar nicht so schwierig. Sogar zwei Panel leer. Cool. Das war's. Das war Kapitel Ungeheuer. Nummer 12. Jetzt sind wir schon in Nummer 13. Und dann sind wir schon fast beim letzten Kapitel. Ich bin gespannt, was dann passiert. Jetzt sind wir im Drama. Jetzt wird's interessant. Inklusivität. Das war die Geschichte hier. Der Spiegel preist jeden. Das haben wir schon mal. Das war in einem anderen Kapitel vor dem Update. Deswegen ist das jetzt schon gelöst. Und jetzt sind wir beim Ödipus. Hasli ermordet Vater und heiratet Mutter. Okay. Familie, ich bin einer deiner Eltern. Das ist neu. Klippe und Hochzeit. Hasli ermordet Vater und heiratet Mutter. Okay. Also, Hasli ist der Mörder. Winsli und Pfirsli. Die lieben sich. Und die beiden können deswegen nicht mehr den guten Hasli lieben. Also, jetzt sagt Pfirsli... Nein, ich liebe schon einen anderen. Jetzt ist Hasli natürlich richtig böse und schmeißt deswegen Winsli von der Klippe.
Boom. Und dann heiratet er. Upp, nee. Heiratet Hasli Fürsli. Doch dann sagt Fürsli: Ich bin übrigens deine Mama. Ich bin deine Mutter. So. Ja, aber dann ist es doch richtig, oder? Hasli ermordet Vater und heiratet Mutter. Muss der Geist ihm auch noch sagen? Das sagt er nicht. Sprechen kann der Geist nicht mehr. Ich bin deine Mutter, ja. Tötet er auch seinen Vater, wenn er ihm das sagt? Ich bin dein Vater? Oh, er tötet ihn trotzdem. Also die beiden heiraten. Er ist neidisch, weil er will eigentlich Fürsli auch heiraten. Dann sagt er, ich bin dein Vater. Trotzdem schmeißt er ihn von der Klippe. Harter Move. Dann heiratet er endlich Fürsli und dann fällt ihr ein. Oh, ich bin übrigens deine Mutter. Okay, ja, das ist Ödipus. Na gut. Oh, und jetzt gleich in Hamlet. Jetzt wird's deep. Tiny murders his brother to avenge his father. Jetzt sind wir wieder im Englischen. Also, Tiny, wo ist Tiny? Tiny ist gar nicht da? Ach so, ist Tiny ist Winsley. Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Er mordet seinen Bruder, um seinen Vater zu rächen. Okay, also, ich würde sagen, Grünli und Hasli streiten. Grünli erzählt Winsley, ich bin dein Vater? Nee. Wie wird er zu seinem Bruder? Oh. Hasli, ich bin dein Vater? Das ist jetzt gemein. Also, Winsley und Grünli streiten. Sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht sein Bruder. Wie, ne. Trotzdem schmeißt er ihn nicht runter, obwohl sie gestritten haben. Was passiert bei einer Seance? Bei einer Seance, da kann man wahrscheinlich mit einem Geist reden. Okay. Da werde ich jetzt irgendwie so gar nicht... Der Hasli, der schmeißt Leute gern von der Klippe, würde ich behaupten. Aber auch das, also wegen dem Streit wird noch keiner von der Klippe geschmissen. Hier bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Tiny murders his brother to avenge his father. Also jetzt sagen wir mal, Hasli ist Tinys Vater. So. Ganz klar, okay. Jetzt streitet sich Hasli mit Grünli und schmeißt ihn deswegen von der Klippe. Macht er nicht. Oh! Das macht er aber. Es ist witzig, dass der eine mehr Mordlust hat als der andere. Okay, aber dann muss Grünli der Vater sein. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also, Grünli erzählt Winsley, ich bin dein Vater. Dann streitet er sich mit seinem anderen Sohn, will ich jetzt in dem Fall mal behaupten. Der schmeißt ihn dann aber von der Klippe. Und in einer Seance erzählt jetzt aber der Vater, der hat mich getötet. Und daraufhin schmeißt Winsley... Entschuldigung, daraufhin schmeißt Winsley Hasli von der Klippe, der sein Bruder sein muss. Aber wie ist der auch sein Bruder? Ah, ich weiß es. Moment, ich weiß es. Wir verschieben das alles. Und er erzählt Hasli auch so. Haha,
Okay, ich bin dein Vater, ich bin dein Vater. So, also sind die beiden Brüder hier, Winsley und Hasli und Winsley so. Dann streiten. Okay. Jetzt wird's echt tricky langsam. Ja, alles klar, alles klar. Salome? Salomon? Salom? Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Oh Gott, wie viele Charaktere und alle bringen sich um jetzt plötzlich. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Aha. Das wird jetzt richtig kompliziert, meine Herren. Also, Hasli sagt Firstly, ich bin dein Vater. Das ist jetzt also seine Tochter. Warum sollte sie ihn umbringen? Vielleicht muss man anders anfangen. Vielleicht muss man anders anfangen. Hasli, die mögen sich, aber sie sieht, dass Hasli wohl keine. Oh, doch, okay, eine Affäre mit Winsley hat. Dann sagt er, ich bin dein Vater, und dann schmeißt sie ihn von der Klippe? Nee. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Warum sollte sie ihn ermorden? Vielleicht, weil er jemand getötet hat, den sie liebt? Okay, Moment. Wir löschen das nochmal. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Also, passt auf. Wir etablieren jetzt erstmal, dass Hasli der Vater von Firsli ist. Ne? Ist das schwierig. Ist das schwierig, ist das schwierig. Jetzt etablieren wir das. Hasli. Etwas mit Blauli hat. Und was ist, wenn jetzt Hasli sieht, dass Pfirsli was mit Blauli hat, dann ist er sauer. Und schmeißt Blauli von der Klippe. Das erzählt Blauli jetzt Firstly und daraufhin schmeißt sie Hasli von der Klippe. Okay, wow. Kompliziert. Dabei wollte er sie nur beschützen. Oh, Leute. Was? Dabei wollte er sie nur beschützen? Also, es muss immer noch das Gleiche passieren, aber er wollte sie nur beschützen. Wie wollte er sie beschützen? Er wollte sie beschützen, weil sie ist mit Blauli zusammen. Das sieht er und findet er gut. Weil er ist ein stolzer Vater. Aber Blauli hat auch was mit Grünli, weil Blauli und Grünli mögen sich auch. Jetzt ist er sauer, will seine Tochter beschützen, schmeißt ihn von der Klippe. Huhu, okay. Oh, da bin ich fast stolz drauf, dass ich das jetzt gelöst habe. Okay. Na dann, Godot. Da gehen wir ins letzte Drama. Winsley und Hasli warten ewig. Gott, was? Winsli und Hasli warten ewig. Oh, sag mir nicht, es ist das, was es ist. Wenn es das ist, dann schmeiße ich mich weg. Ich wechsle mal die Position einfach aus Prinzip.
Winsley und Hasli warten. Nein. Wie gut ist das denn? Winsley und Hasli warten ewig, ja korrekt. Aber beide gehen und kehren zurück. Oh mein Gott. Das ist so gut. Ich muss einfach beide löschen und zack, sind sie wieder da. Ich schmeiß mich weg. Was ist das für eine Aufgabe? Sehr gut. Okay, gelöst. Und damit sind wir schon im letzten Kapitel. Ich würde sagen, das ist Inhalt der nächsten Folge. Vielleicht dann schon die letzte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier alle Kronen hat, weil dann kommt hier die Zeremonie. Na gut, ihr Lieben, ihr wisst, was zu tun ist, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.